Wenn man in der Werkstatt arbeitet, da ist eine Sache natürlich super, super wichtig. Und zwar ist das Thema Sicherheit. Ich will das ganze Thema heute mal so ein bisschen anders angehen, als man es vielleicht denken könnte. Denn heute wird dann auch ein Projekt folgen, was nochmal das Thema Sicherheit in der Werkstatt erhöhen wird. Wir gehen mal zur Maschine und ich werde euch sagen, worum es mir im Prinzip eigentlich geht. Meine neue Formatkreissäge steht jetzt seit ungefähr 2 Tagen hier drin und ich habe sie schon mal frisch gemacht, sodass man damit arbeiten kann. Nur eine Sache habe ich tatsächlich die letzten Jahre nicht frisch gemacht. Und zwar ist das essentiell, wenn man an der Tischkreissäge arbeitet. Und zwar Pushsticks, Schiebestöcke. Extrem, extrem wichtig. Davon sollte man eigentlich immer ein paar frische zur Hand haben, die auch wirklich noch gut funktionieren. Was meine ich damit? Das hier sind die Schiebestöcke, die ich immer benutze. Und man sieht auch, dass da nicht mehr wirklich viel von übrig ist. Und wenn man sich den anderen anschaut, sieht das hier ziemlich ähnlich aus. Man sieht, dass ich öfters mal am Sägeblatt vorbeigeschnitten bin und deswegen ist hier einfach nicht mehr so wirklich viel Material da. Und tatsächlich diesen Schiebestock hier habe ich noch viel zu oft benutzt, als dass es eigentlich korrekt wäre, denn wir haben hier eigentlich keine Nase mehr, mit der wir das Holz auch vernünftig nach vorne schieben können. Also will ich jetzt was Cleveres bauen, damit mir das hier in der Zukunft nie mehr passieren kann. Warum so etwas passiert, auch darüber werde ich später noch ein paar Worte verlieren. Jetzt geht es erstmal los. Ich werde euch mal zeigen, wie ich da jetzt so vorgehe. Tatsächlich ist das hier ein Schiebestock, den ich auch schon ein paar Mal benutzt habe. Das sieht man auch hier wieder, dass der hier ein paar Einschnitte hat. Aber eigentlich war das hier immer nur meine Schablone, damit ich mir einfach neue Schiebestöcke herstellen kann. Aber ich habe es halt eben nie getan, weil es dann teilweise so ein bisschen zu aufwendig war. Deswegen werden wir uns hier jetzt eine bessere Schablone herstellen. Bevor es hier gleich mit der Schablone weitergeht, will ich euch noch eine Kleinigkeit zeigen, denn erst heute habe ich einen Tester fertig gebaut, der vielleicht für den einen oder anderen Drechsler interessant sein könnte, also Werbung in eigener Sache. Ich habe so ein Drechseleisen, das habe ich noch von meinem Großvater und da hat mir mein Vater noch gesagt, dass er dieses Drechseleisen hier mit am meisten benutzt hat und deswegen habe ich dieses Werkzeug speziell auch immer sehr, sehr gerne benutzt und weil es derzeit so ein bisschen schwierig ist, an neue Drechseleisen ranzukommen, weil einfach die Lieferzeiten extrem lange sind, das sind dann teilweise mehrere Monate, habe ich mich jetzt dazu entschieden, meine eigenen Drechseleisen hier in dieser Werkstatt hier herzustellen. Das hier ist das Drechseleisen von meinem Großvater. Das ist ein Schaber und den kann man wirklich extrem vielseitig einsetzen. Wenn man zum Beispiel einen Rezess unten freisticht, wenn man einen normalen Einstich setzt, dafür kann man dieses Werkzeug hier richtig, richtig gut benutzen. Wenn immer man irgendwelche Kleinigkeiten an einem gedrechselten Objekt noch ergänzen will, wie zum Beispiel eine kleine Kerbe, kann man auch dafür hier diesen Schaber sehr, sehr gut benutzen. Lässt sich sehr, sehr einfach schleifen und ist einfach sehr, sehr schön in der Handhabung. Das ist wie gesagt das Drechseleisen von meinem Großvater und anhand dessen habe ich jetzt mein eigenes entworfen und habe natürlich da so ein bisschen die komplette Form beachtet. Der Griff, also generell alles ist hier in der Werkstatt hergestellt, vom Zuschnitt, vom Drechseln, vom Lasern, vom Anschliff, das mache alles ich und das ist dabei rausgekommen. Wir haben hier einen schönen Schaber, der hat die gleichen Abmaße ungefähr wie der eigentliche Schaber von meinem Großvater. Wir haben einen wunderschönen Eichenholzgriff, den habe ich gegerbt und geölt. Hier sehen wir dann noch zusätzlich unsere Gravur. Und dann haben wir hier vorne natürlich richtig guten Werkzeugstahl, damit die Schneide die Schärfe sehr, sehr lange halten kann. Und damit das Werkzeug auch lange hält, haben wir hier natürlich eine Zwinge oben angebracht, damit das Ganze oben nicht ausbricht. Richtig tolles Werkzeug, made in Dillinge Werkstatt, made von mir. Schau gerne mal in die Videobeschreibung, wie gesagt, das ist ein richtig geiles Werkzeug. Ich stelle das hier in der Werkstatt her und würde mich freuen, wenn ihr mal auf meiner Webseite vorbeischaut. Speziell die ganzen Drechsler, das ist ein richtig, richtig gutes Werkzeug zu einem sehr guten Preis. Thema Schiebestock. Wir haben uns jetzt eine neue Master-Schablone hergestellt und das ist ganz wichtig, die ist wirklich nur als Schablone gedacht. Da will ich nicht mit was in der Tischkreissäge schneiden, denn dafür wird dieser Schiebestock auch viel zu groß. Ihr seht hier schon mal ein Loch. Und das sind jetzt so ein paar Dinge, dass ich es halt auch später richtig gut benutzen kann. Jetzt müssen wir erst eine Kleinigkeit machen und das macht nämlich den kompletten Trick an dieser Schablone aus, dass wir das Ganze halt in Zukunft richtig gut benutzen können. Ich werde es euch einmal zeigen, dass wir halt hier diese Schablone jetzt fertigstellen können. Dafür müssen wir jetzt einfach hier 2 Löcher bohren.
Und anschließend kann ich hier zwei Schrauben reindrehen. Die müssen noch nicht komplett reingeschraubt werden. Wozu die sind, seht ihr gleich. Simple Vorrichtung, aber gleich werde ich euch zeigen, was daran noch essentiell ist. Jetzt werde ich euch aber erstmal zeigen, wie wir die Vorrichtung einsetzen können, dass das ganz, ganz einfach funktioniert. Und danach werde ich euch zeigen, was essentiell daran ist, dass das ganze System halt einfach gut funktioniert. Alles ist festgeschraubt und jetzt werde ich euch mal zeigen, wie ich das Ganze ohne große Markierungsarbeiten sehr schnell gefertigt bekomme. Also, was haben wir gemacht? Wir haben hier diese einfache Vorrichtung gebaut, mit der wir ganz, ganz einfach Schiebestöcke herstellen können. Ich habe ja auch am Anfang vom Video gesagt, dass ich das Thema Sicherheit an der Tischkreissäge heute mal so ein bisschen anders angehen wollte. Und zwar war das hier in dem Fall meine Lösung dazu. Ich habe jetzt eine Lösung geschaffen, mit der ich niemals mehr sagen muss, komm, ich mache jetzt noch diesen einen letzten Schnitt mit diesem alten durchgelutschten Schiebestock. Ich brauche keine 5 Minuten mit hier dieser Vorrichtung, dass ich mir halt eben neue machen kann. Ich habe jetzt irgendwie in einer Viertelstunde maximal mit der Drehzeit hier 3 einwandfreie neue Schiebestöcke hergestellt. Und ich finde, es ist nämlich immer einfach zu sagen, ja, du musst immer einen Schiebestock benutzen. Aber ich denke, mit hier dieser Vorrichtung wird es auch einfacher, weil wenn so ein Schiebestock mal kaputt ist, macht man dann eher mal auch zwischen dem Projekt einen neuen Schiebestock. Ich habe hier noch 2 Feinheiten ergänzt. Zunächst habe ich da mal ganz, ganz deutlich draufgeschrieben, dass das ein Musterstück ist, dass wenn jemand anderes mal hier irgendwann hier drin arbeiten sollte, dass der weiß, okay, der ist nicht als Schiebestock gedacht. Und dann habe ich mir hier noch 2 Maße draufgeschrieben. Das ist einfach das Material, was ich benötige. Das bedeutet, ich kann sagen, okay, wenn ich ein paar Abschnitte habe, die ungefähr so groß sind, da kann ich das direkt mal aufheben und vielleicht direkt fix mit hier dieser Vorrichtung einen Schiebestock herstellen. Vielleicht kann man dieses Video hier so ein bisschen als Tipp sehen, denn der Riesenvorteil auch bei hier dieser Schablone ist einfach, dass man nichts mehr markieren muss. Ihr habt ja gesehen, ich habe das auf das Holz aufgeschraubt und konnte dann direkt mit einem halben Zentimeter Platz zur Schablone an der Bandsäge alles ausschneiden. Hier vorne an dem eigentlichen gedrückenden Stück, da habe ich dann halt einfach ein bisschen näher das Ganze direkt an der Schablone geschnitten und das hat auch wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Also vielleicht ist für den einen oder anderen hier diese Vorrichtung ein kleiner Helferlein, auch für in der eigenen Werkstatt und das soll es hier heute gewesen sein. Jetzt habe ich endlich mal wieder frische Schiebestöcke, das bedeutet, die können sofort in die Brennholzkiste und die sind schon auf jeden Fall ein gutes Stück sicherer. Also benutzt Schiebestöcke, ganz, ganz wichtig und mit hier dieser Vorrichtung soll es wirklich keine Ausrede mehr sein. Bis zum nächsten Video wünsche ich euch allen einen tollen Tag. Ciao.